Einen guten Morgen miteinander. Ich habe heute ein bisschen gemischte Gefühle, was diesen Vlog betrifft. Einerseits habe ich absolut Bock, mal wieder einen zu machen, weil es schon wieder fast 2 Wochen her ist seit dem letzten. Auf der anderen Seite möchte ich heute Winterklamotten kaufen, was bedeutet, dass ich in ungefähr einer Stunde ohnehin so genervt von der ganzen Einkauferei sein werde, dass ich sicher keinen Bock mehr habe, einen Vlog zu filmen. Deswegen mal schauen, was aus all dem wird und es geht los. Ich mache mich jetzt erstmal auf die Suche nach was zum Frühstücken. Na gut, 2,5 Stunden sind nun vergangen. Ich habe in der Zeit einen Pullover gekauft. Ich hätte auch noch gern ein paar Schuhe gekauft. Das gab es aber leider nicht in meiner Größe, weil ich meine, warum sollte man auch 43 oder 44 vorrätig haben? Ich meine, wer hat denn solche alternativen Schuhgrößen, außer vielleicht 80% der männlichen Bevölkerung in Deutschland? Aber na gut, zumindest schon mal ein Pulli. Und ja, da werde ich wohl nächste Woche nochmal hier vorbeischauen. Hoffe, dass es wieder so schön ausgestorben ist wie heute. Scheinbar mögen Menschen kein kaltes Wetter am Mittwochmorgen. Und ja, jetzt geht's entweder direkt weiter zu Arti oder vorher noch kurz nach Hause. Das war's auch schon wieder für heute. Ich bin zurück zu Hause. Wir haben heute Nachmittag die letzten Ereigniskarten durchgearbeitet von unserem Spiel Valhall und damit sind wir jetzt auch komplett fertig. Das waren die letzten Karten, die wir jetzt diese Woche noch zu überarbeiten hatten. War wieder mal jede Menge Arbeit die letzten Tage, aber jetzt ist tatsächlich alles ready und wird morgen so an die Druckerei gehen. Das Funding unseres Kickstarter-Projekts wurde letzte Woche auch beendet. Es ist gefundet über Kickstarter, ja, sonst würden wir jetzt hier wohl noch nicht das Projekt beenden können. Aber ja, sehr, sehr cool, dass das jetzt quasi wirklich so weit durch ist. Ich meine, vielleicht kommen noch 1, 2 Korrekturen oder sowas dazu, wo wir nochmal was ein bisschen überarbeiten müssen aus technischen Gründen von der Druckerei aus. Aber ja, ansonsten sind wir damit jetzt durch und damit startet dann wohl auch schon das nächste Projekt und ja, eben der ganze Produktionsprozess. Was den betrifft, geht es vielleicht demnächst mal nach Thüringen, weil wir uns das gerne auch vor Ort mal anschauen würden und ich da gerne ein bisschen was filmen würde dazu. Aber mal schauen, wie das alles funktioniert. Bis es soweit ist, werden auf jeden Fall noch ein paar Tage, wahrscheinlich eher Wochen vergehen. Und ja, das war heute wahrscheinlich ein etwas kürzerer Vlog, aber schade der vielleicht auch mal nicht. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, euch hat es heute gefallen. Ciao, ciao.